Liebe Zuschauer, Hand aufs Herz, wer hat das Ergebnis der Wahl in Großbritannien so erwartet, wie es kam? Unterm Strich ist mit dem DAX nicht viel passiert, im Gegenteil und Gegensatz zu früheren Wahlen. Dennoch, die Börse ist keine Einbahnstraße und wenn man ehrlich ist, so wird die Luft auf oder am All-Time-High, am Allzeithoch doch allmählich etwas dünner, oder? Man ist dem aber nicht hilflos ausgeliefert, man kann sein Depot absichern. Wann macht man das? Jetzt? Jetzt, oder? Fragen wir Christian Köker von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Köker. Hallo, Frau Erhardt. Tja, wenn wir uns mal vor Augen führen, wir haben ein Wahlergebnis in UK, was man vielleicht so nicht erwartet hat. Der DAX verdaut das bestens, auch die anderen Indizes, höchstens an der Devisenfront, passierte ein bisschen mehr. Warum sagen denn die meisten Analysten und Experten, dass dennoch die Luft auf dem aktuellen Niveau im DAX gerade schon dünner wird? Ja, die Höhensonne, die der DAX da gerade genießt, die ist in der Tat wunderschön und es scheint im Grunde genommen auch gar kein Ende zu geben. Aber erfahrene Börsianer wissen auch letztendlich spätestens, wenn man mal auf den Chart schaut, dass es eben auch irgendwann wieder größere Rücksetzer geben wird. Dass es jetzt, wie Sie schon gesagt haben, keine Einbahnstraße ist. Und wir merken das auch mal. Wir merken das eben auch bei den Anfragen unserer institutionellen Investoren, die vermehrt eben auch defensivere Sektoren nachfragen, die auch Reverse-Produkte nachfragen. Und so liegt es eigentlich auf der Hand, auch mal zu sagen, dann ist es jetzt eben auch an der Zeit, sich mal Gedanken darüber zu machen, ob ich denn mein Depot auch, ja, ich sag mal, winterfest mache, falls es Richtung zweite Jahreshälfte auch mal wieder etwas kälter wird, was die Temperaturen hier angeht. Und das sollte man eben tun, solange eigentlich noch alles eitel Sonnenschein ist. Noch ist eitel Sonnenschein angesagt. Wir sehen es passend zum fast Sommerbeginn auf Sicht von 10 Jahren. Nie stand der DAX höher. Nichtsdestotrotz, auch gerade wir beide haben schon des Öfteren darüber gesprochen, wie man Depots absichern kann. Ganz einfache Sachen, Stops setzen. Wir haben über Reverse-Strategien gesprochen. Wir wollen heute über eine andere Absicherung sprechen. Ja, also sicherlich ist es so, wenn man sich hier mal den Chart anschaut, dass wir eben sehen, es gab immer mal wieder sehr, sehr scharfe Korrekturen in der jüngeren Vergangenheit. Da muss man jetzt noch gar kein Börsenoper sein, um sich daran zu erinnern. Und es ist vielleicht unpopulär, dann darüber zu sprechen, wenn es gerade so gut läuft und alle sich in den Gewinnen suhlen. Aber die besten Momente, um sich über eine Absicherung klar zu werden, sind eben die, wenn es gerade noch so gut läuft. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Volatilität, also die Schwankungen sehr gering ist. Wir sehen es hier, in den letzten Wochen, Monaten geht es im Grunde genommen nur noch in eine Richtung. Und da kommen dann eben klassische Optionsscheine, Standardoptionsscheine aufs Blickfeld, die man eben sehr gut nicht nur zu Spekulationszwecken einsetzen kann, sondern auch dazu, sein Depot dann eben auch abzusichern. Und das ist eben momentan recht günstig möglich. Das ist recht günstig möglich. Deren Wert steigt im Moment aber auch dann erheblich, wenn der Kurs des Basiswertes sinkt. Das haben wir jetzt auch nicht. Nichtsdestotrotz günstig dadurch, weil die Volatilität im Moment auch nicht so hoch ist. Sprich, je dröger der Markt, desto günstiger die Produkte, wenn man ehrlich ist. Genau, also einer der preisbestimmenden Faktoren bei Optionsscheinen ist die sogenannte Volatilität. Das ist das Maß für die Schwankung an den Kapitalmärkten. Genau, das haben wir auch hier vorbereitet. Und dafür gibt es einen Index? Ja, und der zeigt eben an, wie hoch, so sagt der Volksmund, die Unsicherheit an den Börsen ist. Und umso höher die Unsicherheit ist, umso stärker ist eben letztendlich auch die Wahrscheinlichkeit zu sehen, dass es eine starke Kursentwicklung in die eine oder in die andere Richtung geht. Momentan scheint es ja nur in eine Richtung zu laufen, nämlich nach oben. Und deswegen sehen wir hier auch am rechten Bildrand eben, dass die Volatilität hier gemessen am VDAX New auf einem nahezu historischen Tiefstand ist. Also der Aktienmarkt selbst an einem historischen Höchststand und die Volatilität dagegen sozusagen spiegelbildlich an einem Tiefpunkt angekommen. Man muss hier gar nicht lange groß diesen Chart studieren, um zu sehen, das ist jetzt gerade sehr, sehr unten. Und wenn ich sage, dass die Volatilität ein preisbestimmender Faktor für Absicherungsstrategien ist, hohe Volatilität macht Absicherung teuer, geringe Volatilität macht Absicherung billig. Deswegen kann man sagen, die Absicherung ist momentan sehr, sehr billig. Wenn man jetzt noch mal genauer guckt, dann ist Absicherung wie bei einer Versicherung, Autoversicherung, auch desto teurer, je komfortabler das Paket ist. Genauso ist es an der Börse auch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Absicherung. Also man kann ein Depot komplett absichern oder man kann einen Teilschutz, quasi eine Selbstbeteiligung, wählen. Sie haben sozusagen beide Beispiele mal mitgebracht und wir erklären jetzt mal am Beispiel, wie es funktioniert. Sehr gerne. Okay, also das wären jetzt zwei Put-Optionen auf den DAX. Den einen sichern wir bei 12.600 ab
Vollkasko, den anderen mit 1000 Euro, 1000 Punkten Selbstbeteiligung. Ja, also ähnlich wie bei Versicherungen, Sie haben es ja schon angedeutet, gibt es, wenn man so möchte, verschiedene Tarife. Also ich kann mir als Anleger überlegen, wie viel möchte ich eigentlich für diese Versicherungsleistung ausgeben und wie viel möchte ich letztendlich auch der Umfang der Absicherung erreichen. Ja? Also wenn wir jetzt ausgehen vom aktuellen DAX-Niveau bei 12,7, 12,18, dann kann man eben sagen, naja, ich möchte an Verlusten unter 12.600 Punkten beim DAX sich vollziehen, da möchte ich nicht mehr dran beteiligt sein. Dann kann ich eben durch den Erwerb eines Standardoptionsscheins mit dem Basispreis 12.600 genau dieses Ziel erreichen. Das heißt, aus Sicht des Optionsscheininhabers, aus Sicht desjenigen, der die Absicherung sucht, ist dieser Basispreis das Kriterium, ab dem ich nach unten an Wertverlusten nicht mehr dabei bin, weil dieser Optionsschein nämlich im Gegenzug an Wert gewinnt. Wir haben den Basiswert DAX gewählt, weil natürlich viele Aktiendepots auch sehr, sehr DAX-lastig sind. Also ist das ein sehr, sehr natürlich gut passendes Instrument, um hier diesen DAX als abzusichern. Und dann muss man eben sehen, ich habe ja eine Laufzeit von etwa einem halben Jahr. Also bis in den Herbst hinein kann ich hier auf Sicht des zweiten Halbjahres mich eben absichern. Dafür muss ich allerdings dann 4,07 € je Optionsschein bezahlen. Und um das mal ein bisschen haptisch zu machen, haben wir das auch ausgerechnet und gesagt, naja, es kostet mich ungefähr 3,18% meines Depotwerts, um eine solche Absicherung zu erreichen. Also wenn ich bereit bin, 3,18% meines Depotwerts an Versicherungsprämie zu bezahlen, dann schaffe ich es eben hier bei Kursverlusten jenseits von 12.600 auf der Unterseite nur eingeschränkt dabei zu sein. Sie haben das schon mal ausgerechnet. Das kann aber jeder Anleger, wohlgemerkt derjenige, der auch sich mit Hebelprodukten schon auskennt, das ist jetzt kein Einstiegspapier sozusagen, kann auch jeder Anleger für sich selber machen. Mit dieser Formel findet sich erstmal das Ergebnis, wie viele Put-Optionsscheine man denn braucht. Genau, weil auf der vorherigen Tafel haben wir gesehen, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also das Absicherungsniveau kann ich eben frei wählen. Möchte ich eine Vollkaskoversicherung haben, dann muss ich einen Basispreis wählen, der annähernd auf dem aktuellen DAX-Niveau liegt. Das wäre dann hier. Genau. Und umso tiefer ich letztendlich gehe mit dem Basispreis, umso billiger wird die Versicherung auch, weil ich natürlich den Umfang reduziere, indem ich abgesichert bin. Aber dann habe ich natürlich erstmal nur das Instrument gewählt und weiß noch nicht, wie viele Stücke von diesem Optionsschein benötige ich eigentlich jetzt, um eine möglichst vollumfängliche Absicherung zu erzeugen. Und das ist hier aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar und einfach. Ich sage einfach, okay, wo steht denn der DAX jetzt gerade? Ja, sagen wir mal 12.800, 12.700 und multipliziere das mit dem Bezugsverhältnis der Optionsscheine. Das ist beim DAX-Optionsschein in der Regel 0,01. Dann nehme ich mir mal schnell einen Taschenrechner, schreibe 12.800 mal 0,01 rein. Wunderbar, bin ich bei 128. Und dann habe ich hier eben den Depotwert. Das ist eben die Anlegerindividuelle Größe. Möchte ich nur mein gesamtes Depot absichern oder nur einen Teil, dann setze ich hier den Depotwert ein, den ich natürlich als Anleger selber kenne, teile das durch die beiden Zahlen und das Ergebnis ist die Anzahl der Optionsscheine, die ich benötige von dem Produkt, was ich mir vorher ausgesucht habe. Dann gehen wir da nochmal zurück, dann haben wir die Anzahl der Put-Optionsscheine dann einfach noch multiplizieren mit dem Briefkurs und schon ist die Versicherungssumme. Genau, und dann wird man, wenn man das zu Hause nochmal nachvollziehen möchte als Zuschauer, eben feststellen, dass ich eben mit der Anzahl der Optionsscheine, die ich eben ausgerechnet habe, die 4,07 € kosten etwa auf diese 3,18% komme. Oder wenn ich nur 1000 Punkte tiefer mich absichern möchte, das vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit halber, da sieht man eben auch, wie viel günstiger dann diese Absicherung wird. Dann kann ich eben sagen, naja, für den Megacrash möchte ich mich wappnen und muss dafür nur 1,29% meines Depotwerts riskieren. Okay, das wäre also mit einer Selbstbeteiligung, dann sind die Kosten günstiger. Nichtsdestotrotz, es kommen einige 100 Euro, wenn man schon 10.000 Euro Depotwert hat, zusammen. Welche Vorzüge stehen diesen doch nicht ganz unerheblichen Kosten gegenüber? Naja, zum einen muss ich sagen, ich habe jetzt sehr, sehr günstige Absicherungskosten. Das haben wir vorher rausgearbeitet. Das heißt, ich kann ja je nachdem, wie ich das austariere, für 1, 2, 3% schon eine sehr, sehr umfängliche Absicherung erzeugen. Natürlich, wie bei einer klassischen Versicherung, ja, nehmen wir mal die Haftpflichtversicherung, wenn ich nichts kaputt mache bei irgendwem anders, dann zahle ich das Ganze ja über meine Haftpflichtversicherung und habe dann auch keine Leistung. Das heißt, diese Prämie, die ich hier zahle, die verliere ich natürlich, wenn der DAX nicht fällt. Also fällt er nicht unter 12.600 oder 11.600, dann ist meine Prämie, die ich für diesen Optionsschein bezahlt habe, erstmal passé. Das ist wie bei einer klassischen Versicherung. Die Anleger, die da draußen jetzt zuschauen, sagen, naja, ich bin aber auch der Meinung, dass das jetzt nicht ewig so weitergeht. Die haben natürlich noch andere Möglichkeiten. Die können sagen, ich verkaufe jetzt alles,
Ja? Ich mache sozusagen Kasse und lege mein Geld auf Seite bis zu dem Tag, wo ich wieder Einstiegskurse sehe. Ja. Das heißt, oder man spart die Versicherungssumme. Dann spare ich die Versicherungsprämie. Das ist natürlich die charmantere Vorgehensweise gegenüber der hier. Oder die sagen, ich setze einen Stop. Ja, wenn der Markt schon mal ein Stück fällt, dann gehe ich raus. Kommt dann früher oder später auf das Gleiche raus. Nachteil an dieser Vorgehensweise ist natürlich, dass wenn hier diese tolle Rallye, die wir eingangs beschrieben haben, einfach sich fortsetzt, dann bin ich auch nicht dabei. Und es ist dann vorteilhaft, die Absicherung und Optionsschein zu wählen gegenüber einem Verkauf der Position, wenn der Markt stärker steigt als 3% bzw. 1,3%, weil dann habe ich im Erfolgsfall die Prämie sehr schnell wieder eingefahren, war trotzdem abgesichert, habe die Versicherung nicht gebraucht. Das ist wie beim Autofahren. Ich habe mich das ganze Jahr an einem schönen Auto erfreut. Es ist nichts kaputt gegangen. Ich hatte aber trotzdem Fahrspaß. Es ist vielleicht besser, als das Auto zu verkaufen, in der Hoffnung, keinen Unfall zu bauen. Herr Köker, haben Sie vielen Dank. Liebe Zuschauer, der DAX unbeeindruckt von der britischen Unterhauswahlen auf oder an die Allzeithoch. Nichtsdestotrotz, Absicherung tut Not und es wird Zeit dafür, sagen viele Experten. Wir haben schon oft darüber gesprochen, man kann Stops setzen, man kann Reverse-Strategien einbauen, man kann aber auch klassische Put-Optionen wählen. Die kosten je nach Vollkasko oder Teilkasko unterschiedlich viel, dienen der Depotabsicherung über einen bestimmten Zeitraum und man muss nicht den gesamten Anteil am Depot verkaufen, um Gewinne zu sichern. Wir fassen das Ganze nochmal für Sie zusammen mit Kosten und Beispielen auf unserer Website der Aktionär TV und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.